Ich wusste, dass die Brüder mal sowas wie Rockstars waren, aber so richtig kapierte ich das erst, als ich die Bühne sah. Ich kann von hier aus mehr von dem Feuerwerk abfackeln und dir helfen! Ist dir aufgefallen, dass hier eine Menge Munition und sowas rumliegt? Überall! Halt den Hund! Ich mache die Scheinwerfer an! Amerikas Rock'n'Roll-Hauptstadt.
Deputy Mulligan ignorierte Thorntons Geschwätz. Er hielt Atoren nicht für besonders nützlich und eine große Menschenjagd hielt er für Schwachsinn. Kein Grund, Kaffee und Kuchen zu verpassen. Es war ja nicht einmal klar, was er getan hatte, außer auf der Wohnwagenanlage vor ihnen zu fliehen. Mulligan wusste, dass er nicht allein war. Der Sheriff verlor auch die Geduld mit dem FBI-Mann. Hey Al! Hier geht's zur Farm! Siehst du, kein Grund zur Sorge. Dein Starschnitt ist wie neu und da, wo er sein sollte. Ich hole ihn, sobald wir den Ort gesichert haben. Klar, darum habe ich mir am meisten Sorgen gemacht. Wir müssen das Ding aus dem Weg schaffen. So weit bin ich gekommen, bis sie mir aufgelauert haben. Während die Deputies Wake und Wheeler wegschafften, untersuchte Agent Nightingale den Papierstapel, den Wake bei sich gehabt hatte. Er war unvollständig, ein wahlloser Stoß von Seiten. Doch er reichte. Er sah seinen eigenen Namen inmitten anderer. Seine Hände zitterten. Endlich der Beweis. Er hatte recht gehabt. Wake hier möchte etwas loswerden. Wie war das, Al? Oh, ich bin Alan Wake. Ich liege immer richtig. Wenn ich nicht kriege, was ich will, schmolle ich den ganzen Tag lang.
Ich bin ernsthaft und launisch. Es macht mich anziehend und geheimnisvoll. Jetzt gerade stehe ich hier nur rum, weil mir mein bester Freund Barry helfen muss. Aber schon okay, er ist immer da, wenn ich ihn brauche. Das war eine tolle Showeinlage. Ja, das war ziemlich gut. Willst du meine Barry Wheeler-Invitation sehen? Nein? Na klar. Sieh dir das Ding an, Al. Die haben die Wikinger-Nummer echt auf die Spitze getrieben. Sieh dir das ganze Zeug an. Die fahren gut im Geschäft. Warum habe ich noch nie von diesen Kerlen gehört? Und das von dir, der Ozzy Osbourne nur aus Reality-Shows kennt. Da werden Erinnerungen wahr. Weißt du noch, als ich dir diesen Auftrag besorgt habe? Dein erster echter Job als Autor. Dein Durchbruch. Ist das eine deiner Folgen? Heute Abend. Der Traum der Träume. Nein, ist von jemand anderem. Wir begleiten Mr. Jones, der das endlose Traumland erforscht, bis er aufgehalten wird. Von etwas zu Alltäglichem. Meine Schlange? Hey, Jones, ja? Okay, wir müssen warten, bis Ihre Hoheit da drüben bereit ist. Wow, wer ist das? Sie kennen ihn nicht. Sind Sie neu? Das ist der, der uns träumt. Also, er träumt nicht nur uns, er träumt alles. Ist das nicht mein Traum? Oh ja, klar. Der Vogel im Tauchanzug ist ein Traum. Und die süße Puppe da hinten. Definitiv auch. Aber ich bin sicher, dass ich träume. Vielleicht sind Sie ein wirrer Traum. Bin ich Psychiater? Ich halte mich jedenfalls an die Schlauköpfe. Und die sagen, er erledigt das Träumen. Der da. Ich weiß nicht, was das heißt. Dass wir ihn bei Laune halten. Keine Abstürze. Wir sorgen dafür, dass er Kleidung trägt, wenn er rausgeht. Keine Fluchten vor Monstern, bei denen er wie wild rennt, sich aber nicht von der Stelle bewegen kann. Nichts in der Art. Denn wenn er plötzlich aufwacht... Es ist 1976 und auf der Anderson Farm tanzt der Bär. Auch wenn es jeder Logik spottet, ist die berauschendste Zutat ihres selbstgebrannten, ungefiltertes Wasser aus dem Cauldron Lake. Die Andersons fühlen sich wie Götter. Odin kann nicht aufhören zu lachen. Er überlegt, sich ein Auge herauszuschneiden. Thor rennt über das Feld, nackt, mit gellenden Schreien. Mit dem Hammer in der Hand versucht er, den Blitz zu fangen. Ihre Lieder haben Macht. Etwas Uraltes rührt sich in der Tiefe. Kehrt zurück. Das Wikingerboot sah beeindruckend aus, fast wie ein Rambock. Thank you.
glaube, wir könnten hier durch, Al. Wow, diese alten Knacker hatten echt was am Laufen. Weißt du was, Herr? Wenn wir hier lebend rauskommen, werde ich die vermarkten. Ja, ich verkaufe dieses Zeug online, leihe eine Fernsehshow an und bringe eine neue Single raus. Na, viel Glück damit. Hey, du findest für uns einen Weg nach draußen. Ich sehe mir das Zeug mal genauer an. Sei vorsichtig, Al! Halt die Augen offen, ja?
regelmäßigen Zuhörer unter euch wissen, arbeite ich häufig mal die Nacht durch, aber da bin ich nicht der Einzige. Die Deputies Mulligan und Thornton nehmen sich ein paar Minuten ihres hektischen Terminplans frei, um sich hier zu mir zu gesellen. Deputies, wie beschäftigt sind Sie gerade? Ich meine, das Hirschfest steht quasi vor der Tür. Ich wette, das hält Sie auf Trab. Ziemlich, ja? Ehrlich gesagt, Patrick, wir hatten einige andere Sachen gewonnen. Aber das ist doch eine laufende Ermittlung. Deshalb können wir darüber... Der Aufzug war außer Betrieb. Ich musste ihn mit Strom versorgen. Ich will nur erwähnen, dass wir jetzt nicht Feuer haben. Oh, die Welt, das ist ziemlich wild. Es gab jede Menge Probleme dieses Jahr. Auf der anderen Feldseite sah ich das Gebäude, das das Haus der Andersons sein musste. Es war nicht weit weg. Ich machte mir keine Sorgen um die Streifzüge von zwei ausgebrannten alten Typen. Die hatten das Gebräu.